Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Meine bessere Hälfte ist heute mal wieder mit dabei. Hallo. Und wir machen heute den Feldbergsteig. Wir sind auf Kurzurlaub im Südschwarzwald und machen diesen schönen 12 Kilometer langen Rundweg rund um den Feldberg. Und was es da zu sehen gibt, seht ihr, wenn ihr wieder euch den Film anschaut. Also ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Dann gehen wir jetzt mal los. Hier auf dem Feldberg liegt für Mitte März recht wenig Schnee. Obwohl das auf den Bildern ziemlich viel weiß sieht, ist hier Skifahren kaum noch möglich. Und mit 10 Grad ungefähr recht warm. Ja, umso besser für uns. Dann können wir nämlich den Feldbergsteig machen, den wir vielleicht immer strengere Winter und die Jahreszeit noch gar nicht machen können. Und für uns führt der Weg jetzt weiter hoch Richtung Feldberggipfel. Hier wieder Blick Richtung Schweiz. Und hier führt der Steig jetzt rechts hoch. Der Feldbergsteig ist auch ein Schwarzwälder Genießerpfad. Und entweder durch das große Schild, das ihr eben seht, habt, gekennzeichnet vom Weg her, oder durch das kleine Genießerpfad-Logo, wo es beim letzten Film von mir bei der Eichelberger Traumtour auch schon gab. Also eins von den zwei findet ihr auf dem Weg. Ich denke, man kann sich hier nicht verlaufen. Und jetzt geht's weiter hoch Richtung Gipfel. Hier unten sehen das Hotel und das Parkhaus, wo wir geparkt haben, wo wir gestartet sind. Und hier führt die Kabinebahn hoch. Hier die Bergstation sozusagen. Und da drüben ist der Aussichtsturm. Hier im Vordergrund seht ihr eine Karte mit den Bergen, wo man das sieht im Hintergrund. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ich hoffe, man kann es erkennen. Jetzt laufen wir rüber Richtung Feldberggipfel. Und dann geht es weiter zur St. Wilhelmer Hütte. Das ist die erste Einkehrmöglichkeit auf dem Feldbergsteig. Und es folgen noch 3 weitere. Also wenn ihr hier unterwegs seid, gibt es genug Möglichkeiten zum Einkehren. So wie es schon mal gesagt. Ja, ihr seht es ja selber, es ist einmalig heute, super Wetter und uns gefällt es riesig gut. Also alles mal wieder richtig gemacht. Ja, jetzt sind wir gleich oben am Feldberggipfel. Ihr habt ja in der Szene zuvor schon den Turm gesehen. Und da geht es jetzt noch ein klein wenig hoch durch den Schnee. Hier Blick Richtung Nordschwarzwald, ganz im Hintergrund sieht man Hornisgrinde. Hier Richtung Frankreich, Vogesen. Und hier wieder in Schweiz.
Hier unten sieht man schon die erste Hütte, die St. Wilhelmer Hütte. Und da kehren wir jetzt aber nicht ein. Aber geöffnet wäre sie. Ihr seht, die Fahne hängt drauf, wo geöffnet drauf steht. Und ich habe erst vorhin was gegessen und wollte jetzt noch nichts. Ja, ich habe es ja schon erwähnt, die Hüttedichte hier auf dem Feldbergsteig ist recht hoch. Und die nächste Hütte ist in 1,8 Kilometer erreicht. Und das ist die Zastler Hütte. Und in 3 Kilometer hier von der St. Wilhelmer Hütte liegt die Baldweger Hütte. Also all paar Kilometer kann man einkehren sozusagen. Hier unten sieht man die Zastlerhütte schon. Und da gucken wir mal, ob wir da was Verstärkung kriegen. Hier fließt ein schönes kleines Bächle. Und da oben ist der Feldberggipfel. Da sieht man einen Teil vom Sendeturm rausgucken. Ja, beim hier runterlaufen muss man recht vorsichtig sein. Der Schnee ist recht sulzig und somit ist es ein bisschen rutschig hier im Moment. Die Zastlerhütte haben wir jetzt erreicht. Nach unserer Einkehr an der Zastler Hütte, wir haben uns auch noch einen Eintopf gegönnt, geht jetzt wieder steil bergan Richtung Baldenweger Hütte, die bloß von hier 1 Kilometer entfernt liegt. Nochmal ein kleiner Blick zurück zur Zastler Hütte, die da drüben liegt. Da vorne taucht ein Spielplatz auf und ich schätze mal, da kommt jetzt gleich die Baldenweger Hütte. Ja, ich scheine mir getäuscht zu haben. Hinter mir an dem Haus stand Naturfreundehaus Feldberg. Vielleicht hat ja das Feldberger Naturfreundehaus den Unternamen Baldenweger Hütte. Oder die kommt noch. Wir werden es gleich sehen. Ich kann auch nicht immer alles wissen. Kurz drauf erschien diese Hütte. Und dann schauen wir jetzt mal, ob das ein Wohnhaus ist oder was das ist. Das eben war nur eine Scheune und hier ist die Baldenweger Hütte und die hat noch Betriebsruhe bis Anfang April. Hier von der Baldenweger Hütte hat man eine tolle Aussicht. Ja, das Naturfreundehaus zuvor, das hatte offen und in 3 Kilometer kommt der Rhein-Marti-Hof und da kann man auch wieder einkehren. Also Einkehrmöglichkeiten gibt es auf dem Feldberg genug, würde ich sagen. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall in eine der Hütte steigen, wenn ihr hier auch mal euch auf den Weg macht. Wir haben jetzt eben gerade eine kleine Umleitung vom Feldbergsteig gemacht und zwar an dem Abschnitt vom Sägenbach-Dobel. Da war alles mit Schnee zu und sehr wässrig und da war eine Winterumleitung ausgeschildert und die haben wir dann genommen. Und jetzt sind wir gleich wieder auf dem Originalweg
weiter Richtung Rhein-Marti-Hof. Da habe ich eben auf dem Schild gelesen, dass der offen hat, dass es da aber anscheinend auch einen Selbstbedienungskiosk gibt, vielleicht einen Automat, wo man sich dann was rauslassen kann. Aber das sehen wir dann bald. Hier wäre der Weg durch die Segenbach-Dobel runtergekommen und der ist bei Schnee eben gesperrt. Ja, und hier steht auf dem Schild Rhein-Marti-Hof 2,4 Kilometer und Feldsee 3 Kilometer. Immer weiter Richtung Rhein-Marti-Hof. Sehen wir folgendes Schild auf einmal. Na, wie gut, dass wir Fußgänger sind und hier weiter dürfen. Das Haus da unten ist das Gasthaus zum Feldsee. Das heißt, der Feldsee dürfte auch nicht mehr weit sein. Ganz da oben ist das Bismarck-Denkmal. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, wo wir am Anfang von der Tour waren. Hier liegen die Rinder. Und das Gasthaus zum Feldsee ist der Rhein-Marti-Hof. Ja, und der Rhein-Marti-Hof, das sieht richtig toll aus. Ist ein bisschen wenig los, aber an wärmeren Tag oder am Wochenende ist hier sicherlich viel los. Und dahinter ist der Kiosk, wo man sich selber bedienen kann. Ja, und der Selbstbedienungskiosk hier im Rhein-Marti-Hof, der ist richtig gut ausgerüstet. Hier hat es auch Kaffee, wo man sich rauslässt, sogar einen Tee, Süßigkeiten hat es dahinter. Und dann muss man hier ins Kessel einwerfen und bezahlen. Also zum Wohl. Wir trinken hier eins am Rhein-Marti-Hof. Und dann geht es voll weiter Richtung Feldsee und Feldberger Hof. Der ja in unserem Start oder in unserem Ziel liegt sozusagen. So. Jetzt haben wir uns vom Rhein-Marti-Hof getrennt wieder und laufen jetzt zum Feldsee, der ist schon in Sicht und den zeigen wir euch gleich. Hier kommt jetzt der Feldsee in Sicht und ein Teil davon ist noch mit Eis bedeckt. Geht der Steig hier am Feldsee entlang, bergauf Richtung Feldberger Hof. So, jetzt sind wir gleich im Ziel. Da vorne sehe ich schon wieder die Seilbahn zum Feldberggipfel. Und hier im Vordergrund die Seebrookhütte.
es ist Zeit für ein Fazit. Der Feldbergsteig hat uns wunderbar gefallen. Ist toll hier rund um den Feldberg. Leute, macht den Weg mal. Ja, und wir sagen vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, dir hat es ja auch gefallen, denke ich mal. Mir hat es sehr gut gefallen. Schöne Einkehrmöglichkeiten, wunderbare Aussichten heute bei dem Traumwetter. Genau. Müsst ihr unbedingt machen. Ja, und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Jochen und Tour. Ciao, macht's gut. Ciao.